So, der deutsche Meister ist bei mir in der Division 3 vom MC Kesseltal natürlich, Peter Lang. Peter, na, wunderschönes Auto, wieder dabei hier in Gründautal, jetzt mal so unter uns. Asphalt, ist das was für dich? Ja, es ist mal eine tolle Erfahrung, aber das ganze Jahr muss ich es nicht unbedingt haben, muss ich sagen. Unser Auto ist gebaut für Autocross, für Schotterstrecken, für Drifts und hier stößt man an unsere Grenzen, die sperren müssen wir. Wir müssen das Auto eigentlich komplett neu aufbauen für solche Strecken und wir müssen sagen, wir sind zufrieden für das, was wir eigentlich gemacht haben. Ja. Ja, da hast du mir nämlich die Frage schon vorweggenommen. Baut man so ein Auto für so ein Rennen wie hier in Gründau, baut man das ein bisschen um? Ja, natürlich. Wir haben so ein bisschen optimiert. Wir haben das Fahrwerk so gut das geht abgestimmt auf Asphalt, sprich hat er tiefer Zug- und Druckstufen verstellt. Aber im Großen und Ganzen sind unsere Achsen, unsere Querlenker auf sowas nicht aufgebaut. Okay, aber der Tag ist bald überstanden, obwohl es ja hier eine schöne Veranstaltung ist, oder? Ja, muss man sagen, ist hervorragend organisiert. Sind da viele Leute da, Zuschauer, Respekt, dass so viele Zuschauer hier sind. Macht Spaß zum Fahren, muss ich wirklich sagen, es macht auch Spaß. Also so ist es nicht. Es macht halt nicht Spaß, wenn man mal vorne nicht mitfahren kann, weil man an seine Grenzen stößt. Aber im Großen und Ganzen super Veranstaltung. Lob am Veranstalter, fällt uns ganz gut. Jetzt mal so unter uns, wenn man da so an den Betonbanden herfährt, luft man dann schon mal ein bisschen eher als sonst oder bist du völlig entspannt? Also ich muss sagen, ich bin hier völlig entspannt. Ich könnte mehr Leistung vertragen, das würde man ja zutrauen. Also es ist eigentlich ein entspanntes um den Ring rumfahren, das würde ich mal so sagen. Ja. Okay, ein super Tourenwagen, sag ich mal, erzähl uns ein bisschen was über permanenten Allradantrieb und diese Späße brauchen wir nicht reden. Das, was unter der Haube ist, interessiert. Was gibst du preis? Ja gut, wir haben einen 2 Liter Saugmotor mit ca. 260, 270 PS. Wir fahren Kettencaschen, Schwerpunktverlagerung nach hinten. Dadurch haben wir ein sehr gutes, ausgewogenes Gewichtsverhältnis von Vorderachse, Hinterachse. Das Auto ist sehr stark, muss ich sagen. In der DM, wenn wir keine Probleme haben, mit dem kämpfen wir gerade nur ein bisschen, dass wir es immer optimieren, dass wir keine technischen Ausfälle haben. Aber wenn es läuft, läuft es richtig gut. Also das Auto ist ein richtiges Feinerle, würde ich mal sagen. Ein Feinerle, okay. Gibt es Ambitionen bei dir, so der Klassiker zum Abschluss? Also in der deutschen Meisterschaft bist du ja nur eine feste Hausnummer, eine feste Größe und die Konkurrenz muss sich an dir orientieren. Hast du Ziele? Ja gut, wir werden schauen, dass wir vielleicht Kuhne-Walde, glaube ich am 12. und 13.7., dass wir hier mitfahren, Europameisterschaft einfach ein bisschen reinschnuppern und mal schauen, wie wir hier stehen. Wir haben ja vorgehabt, Lettland zum Fahren, hat uns dann die Technik ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gezogen. Auf jeden Fall, wenn wir ein, zwei Europameisterschaftsrennen fahren, dass wir einfach mal schauen, was geht hier ab. Und ja, okay, deutscher Meister, den Titel möchten wir auf jeden Fall um jeden Preis verteidigen. Das hört sich nach Angriff an. Gibt es ein paar Leute, Peter Lang, dem du mal so Danke sagen möchtest vielleicht auf diesem Weg? Ich sehe, du hast einige Sponsoren auch auf dem Auto stehen. Ja gut, meine Sponsoren möchte ich auf jeden Fall danken, die hier auch draufstehen. Die Firma Hasid, Bissinger Auerquelle, Stengel und Schurrer. Und danken möchte ich auf jeden Fall mein Team, meine Freunde, weil ohne die wäre das alles hier nicht möglich. Würde ich sagen, würde ich auch nicht fahren, wenn meine Freunde und mein Team nicht so hinter mir stehen würden. Und ja, muss ich auch sagen, der Johann Hirn, der Vorbesitzer von dem Auto war, der unterstützt mich kräftig mit seinem Bruder und seinem ehemaligen Team. Und muss ich sagen, herzliches Dankeschön an alle, die das machen. Sonst würde es nicht so laufen, mit Sicherheit.
Prima, ich sage danke bis dahin. Peter, wünsche dir alles Gute, drück dir die Daumen und wäre schön, wenn wir dich auf Mediasport mal im Magazin über die Autocross-Europameisterschaft sehen, ja? Versprochen? Ja, gerne. Also versprochen, einen Lauf, Kuni Walde werden wir auf jeden Fall antreten. Okay, danke, viel Glück. Tschüss. Super.